Schön, dass ihr dabei seid. Gestern war ich in einem Konzert. An Sophie Mutter und Lambert Orkis spielten für einen gemeinnützigen Zweck. Das Licht wurde im Saal bereits heruntergedimmt. Die Menschen hatten alle Platz genommen. Da entstand auf einmal ein Rauschen und sie erhoben sich gleichzeitig, unerwartet. Formierten sich neu weg von der Bühne, wo die Künstler eilig uns hämigt, die Luxemburger Nationalhymne, unsere Heimat, improvisierten, hin zu seiner königlichen Hoheit Henri, der mit Ministergefolge in den großen Saal der Philharmonie einzog. Aus einem im Muster wie Blockschokolade gerasterten Publikum wurde ein konzentrisches Rad. Aus einem Volk gleicher, eines von Untertanen mit dem Großherzog in der Mitte dieses Kreises. In der Mitte wie eine Radnarbe. Früher schon hatte ich erlebt, dass ein ganzer quirliger Hauptbahnhof, der von Hamburg mit seinen 13 Gleisen für Momente in seinem ameisenartigen Durcheinander innehielt und sich neu formierte, dirigiert wie von magischer Hand. Eine Mutter hatte eine Brust entblößt und ihr Neugeborenes angelegt. Für Sekunden wurde diese Szene zum Mittelpunkt tausender von Lebensreisenden. Von tausenden Augen und Herzen, die ihr Reiseziel für einen Moment vergaßen und der eigenen Herkunft gedachten, süße Erinnerung, frühkindliche Erfüllung, Inbegriff von Glück und Schutz. Die Mutter und ihr Kind im Mittelpunkt von Anteilnahme und Besinnung. In den Ländern, in denen der Buddhismus Hauptreligion ist, gibt es dafür ein Zeichen, das Rad. Es steht mit seinen Speichen und seiner Narbe im Mittelpunkt für die Fliehkräfte des Alltags, aber eben mit seinem Zentrum, einem Pol, einem Mittelpunkt, um den das ganze Leben sich drehen darf, in diesem Fall für die Einsichten Buddhas. Sich neu ausrichten, erfüllende Ziele in den Blick nehmen. Das kann dem eigenen Leben unerwartet Struktur geben. Müde gewordene Alltäglichkeiten, ausgelaufene Wege bekommen den Stellenwert, den sie verdienen. Termine werden auf einmal kleiner geschrieben. Im Mittelpunkt stehen Anstrengungen, die mir bedeutsam vorkommen. Zeit für Menschen, die mir wichtig sind. Die Bilder aus der Philharmonie und vom Hamburger Hauptbahnhof können auch Vorbilder der eigenen Ausrichtung sein. Mönche vieler Religionen praktizieren das in der Kontemplation. Ebenso, wie wir es hierzulande in Gebet und Andacht versuchen. Durch Konzentration seinem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Amen.